Reisende an deutschen Flughäfen müssen vorerst keine weiteren Behinderungen durch Streiks des Sicherheitspersonals befürchten. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber einigten sich in der Nacht zum Donnerstag auf Lohnerhöhungen für die rund 23.000 Beschäftigten der Branche. Für die nächsten 3 Jahre seien Erhöhungen von jährlich 3,5 bis rund 9,8% vorgesehen. Verdi hatte mit Warnstreiks an den großen Flughäfen Mitte Januar große Teile des Luftverkehrs in Deutschland lahmgelegt, um für den ersten bundesweiten Tarifvertrag der Branche Druck zu machen. So waren am 15. Januar wegen der Ausstände am größten deutschen Flughafen Frankfurt und 7 weiteren Airports hunderte Flüge ausgefallen. Zigtausende Passagiere mussten umbuchen oder von anderen Flughäfen starten. Ute Kittel vom Verdi-Bundesvorstand. Das war ein hartes Ringen um Kompromisse. Es war an Komplexität, ließ es nichts vermissen. Es ist uns aber im Wesentlichen gelungen, auch tatsächlich für die großen Beschäftigtengruppen tragfähige und gute Ergebnisse zu erzielen. So werden die Beschäftigten in der Personenkontrolle in einem Zeitraum über 3 Jahre 19,01 € Stundenlohn erreichen. Die Anpassung zwischen Ost und West und allen Bundesländern soll demnach innerhalb von 3 Jahren gelingen, so Verdi. Die Gewerkschaft hatte für die verschiedenen Beschäftigungsgruppen einen einheitlichen Stundenlohn von 20 € gefordert. Bislang variierten die Löhne für die Mitarbeiter in der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle je nach Bundesland und Tätigkeit zwischen 11,30 € und 17,16 €.